Herzlich willkommen auf YouTube zu einem ganz kurzen Tutorial. Ich versuche jetzt einfach mal den Production Info Hub ganz hinzuzufügen zum Multi-Overlay. Ich habe ihn zwar schon mal drin, aber das müsste ja auch ein zweites Mal gehen. Erst nimmt man sich die Maus für den Multi-Overlay. Standardbelegung ist F12. Wenn man den, ne, muss man auf Doppelbelegung achten, meist mit dem Easy Development. Und dann klickt man hier unten auf diesen, also unten links auf dieses gelbe Teil, und dann kommt hier das Menü. Das Menü kann man hier verschieben, meist beim ersten Start. Wenn man das allererste Mal macht, ist es relativ klein. Zieht es einfach mal schön groß, und hier mit der Diskette könnt ihr dann direkt diese Größe speichern, damit ihr das nicht jedes Mal machen müsst. Hier geht ihr dann auf Multi-Overlay HUD, und beim allerersten Mal ist das, was ihr machen müsst, einen Slot generieren. Ne? Wenn das Bild so klein ist, seht ihr das nicht. Hier habt ihr Generate New Slot. Ne, da könnt ihr mit Plus draufklicken. Habe ich das richtig gemacht? Ja. Dann schiebt ihr den hier einfach mal auf Seite. Dann habt ihr hier einen neuen Slot. Dieser Slot, den zieht euch einfach ein bisschen groß. Ne? Der hat jetzt hier auch einen Namen. So, hierüber könnt ihr diesen Slot dann auch immer wieder öffnen. Ne? So, ist open. So, den Slot könnt ihr nachher benennen, wie ihr wollt. So, in diesem Slot geht ihr dann auf dieses kleine Symbol. Das sagt nämlich, was möchte ich hier anzeigen. Hier drin geht ihr dann auf Production Info HUD und wählt die Production Info HUD Anzeige aus. So, dann seht ihr, wenn ihr die, wenn hier hinten blinkt dann so ein kleines Häkchen, und auf dieses Häkchen müsst ihr draufklicken. Zack. Jetzt ist die hier drin. So. Dann habt ihr quasi dieses Command in diesen Slot gesetzt. So, dann könnt ihr hier vorne noch auf diese Einstellungen gehen. Ich überlege jetzt gerade, irgendwo konnte man die Dinge auch renamen. Ja, klar. Ne? Hier vorne drauf, da könnt ihr den renamen. Mein Wunschname. Und dann ist es das, was da drin ist. Ne, nicht vergessen, auf die Diskette zu drücken, um das auch zu speichern. So, dann hierüber könnt ihr dann auch noch die Menütastengröße machen. Hierüber könnt ihr die Schriftgröße verändern. Auch der Abstand, den könnt ihr verändern. Das Ding hier hat keinen Einfluss dabei. Und mit Speichern könnt ihr das Ganze dann eben speichern. Passt euch das Ganze für die Größe an, sodass es für euer Spiel am einfachsten ist. Und wenn ihr dann fertig seid, ne, hier vorne einmal anklicken, könnt ihr es irgendwo hinschieben. Nochmal klicken, dann bleibt es nämlich da. Hier einmal klicken, dann könnt ihr die Größe verschieben. Also nicht gedrückt halten, sondern einmal drücken. Ne, dann könnt ihr die Größe verschieben. Wenn ihr zu wenig Größe habt, wie ihr seht, ne, dann wird das Ganze mit so Pfeilen angezeigt. Und wenn ihr das Ganze schmaler macht, dann fehlen euch, ne, werden die Informationen halt eben kürzer. So, nochmal geklickt und schon ist die Größe fest. Hier könnt ihr dann mit Rechts- und Linksklick die Anzahl der Tage, die ihr im Voraus schauen wollt, bis zu 10 erhöhen. Das sind dann also nicht wie im Original Monate, sondern tatsächlich Ingame-Tage. Kommt drauf an, wie viele Tage ihr eingestellt habt. Und hier stellt ihr ein, welches, ne, das Fill-Level ein. Wann es denn da sein soll. So, wenn ihr mit der Anzeige zufrieden seid, save. Mit dem Zahnrad hier könnt ihr es wieder zumachen und hier mit dieser Spitze das wieder zumachen. Dann machen wir das hier noch zu und jetzt machen wir den Mauscursor wieder aus. Und jetzt seht ihr auch, dass diese Pfeile und alles verschwinden, und fertig seid ihr. So, jetzt könnt ihr dieses Ding hier einfach mit X wegklicken, wenn das nicht braucht. Wunderbar. Und jetzt könnt ihr aber auch den Mauscursor wiederholen und geht hier wieder in die Overlay-Einstellungen. Dann habt ihr hier Select Slot. Hier ist
mein Wunschname einfach anklicken und dann kommt er wieder. Der ist also nicht weg, wenn ihr mit X schießt. Ne, dafür müsst ihr ihn tatsächlich löschen und ich habe echt keine Ahnung, wie das geht. Ne? So, es gibt hier auch noch PDAs. Hier haben wir zum Beispiel so eine Dummy-PDA. Damit kann man auch noch einige Sachen machen. Da kann man, glaube ich, auch was reinlegen, aber das, da habe ich mich nicht wirklich mit beschäftigt und deswegen kann ich euch das auch nicht zeigen. Und ich möchte mich jetzt auch nicht outen, dass ich mich damit nicht beschäftigt habe. Ja, ich mache das jetzt mal wieder zu, weil ich brauche das soweit nicht. Ne? Und wie gesagt, ne? Immer schön auf die Diskette drücken, wenn ihr was verändert habt, was bleiben soll. Dann werden auch diese 2 Tage zum Beispiel gespeichert, wenn ich, ne? Wenn ich es, aber bei mir ist es 1 Tag, zack, ist jetzt gespeichert. So, und ich hoffe, dass das hat euch ein bisschen dabei geholfen, ab jetzt den Info-HUD über den Multi-Overlay-HUD zu machen. Ich werde euch den, ich werde euch beides unten in der Beschreibung verlinken. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis dann und tschüss.